Jo Leute, was geht? Ich bin wieder am Start und ich fahr gerade in die Schule. Bin wie immer zu spät. Und naja, heute werde ich euch zu ein paar Sachen mitnehmen. Friseur und so, die Scheiße muss weg. Ja, und Passbilder machen und so. Und euch einen coolen Ort zeigen geben. Und naja, ich würde sagen, wir sehen uns erstmal nach der Schule wieder. Und bis gleich. Jo Leute, was geht? Und es ist gerade relativ windig, deswegen. Gar nicht gedacht. Wirklich jetzt, ne? Ich muss das Mikrofon hier so voll nah ranhalten. Und es wackelt wegen dem Pushen und so. Naja, egal. Ich fahre jetzt zum Friseur und hol mir da erstmal einen Termin und guck mal, wann ich dran bin. Vielleicht komme ich auch gleich dran und dann sehen wir uns gleich wieder, nachdem ich beim Friseur war. Haut rein, bis gleich. So, ich war gerade beim Friseur und ich muss das Ding wieder an mein Gesicht halten, weil sonst richtig bin, das ist und wenn ich sein muss. Und da kommt kein Auto, muss ich kurz gucken. Sorry. Ja, und ich war gerade beim Friseur und ich habe erst am Donnerstag einen fucking Termin bekommen. Ja, Donnerstag muss ich dann da hingehen und musste gerade ein bisschen pushen und hab das Mikro so direkt in der Fresse. Wow. Und ja, Donnerstag 17 Uhr darf ich dann endlich die Scheiße hier abschneiden lassen. Und ich hoffe, man versteht mich. Und ja, ich kam ja, wie gesagt, gerade von der Schule, bin gerade zum Friseur. Muss dann noch Passbilder für den Führerschein machen lassen. Und nochmal auf die Stadt. Ja, und jetzt gehe ich erstmal zum Rewe, hol mir was zum Mittagessen und wir sehen uns. Bis gleich. Jo Leute, was geht? Ich bin wieder am Start und ich bin jetzt hier mit dem Longboard. Da hinten steht's mit einem Red Bull. Oh mein Gott, bin ich behindert? Ja, mit einem Red Bull natürlich. Ich bin jetzt hier auf den Berg gefahren und wollte euch jetzt hier einfach mal so ein bisschen die Landschaft zeigen. Und ja, da hinten wohne ich irgendwo. Und da fahre ich jetzt den Berg runter. Ist eine richtig geile Strecke, ist alles schön geteert und so. Ja, und dann sehen wir uns, wenn ich da runterfahre, weil das werde ich jetzt aufnehmen, aber ich wollte jetzt erstmal einen Red Bull noch trinken. Und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch jetzt nochmal das hier. Überbelichtet und es ist relativ geil hier oben. Ja, und dann fahre ich jetzt mal da runter. Wir sehen uns. Bis gleich. Jo, da bin ich wieder. Ihr habt jetzt ein paar Szenen gesehen. Und ja, ich hoffe, hier ist nicht zu windig. Hab mir jetzt hier mal ein kleines Plätzchen so in der Natur gesucht. Jetzt fahren da natürlich Autos lang. Sonst fahren da nie Autos lang. So, hier ist eine kleine Hütte. Bla bla bla. Alles nicht so wichtig. Ich bin wichtig. Nee, bin ich nicht, aber... ja, meine Haare sehen schon wieder scheiße aus. Donnerstag habe ich ja den Friseurtermin. Und eigentlich hätte ich ja jetzt noch relativ viel machen müssen, habe ich halt früh gesagt. Aber da hatte ich keinen Bock drauf, ne? Ich bin einfach viel zu faul. Und ja, habe ich mir einfach gedacht, jetzt drehe ich hier noch ein bisschen für das Video, was morgen kommt. Also heute ist Dienstag, Mittwoch kommt das. Ja, und da habe ich mir gedacht, ja, heute hat es mich richtig angekotzt. Kennt ihr das, wenn euch Leute was erzählen wollen? Ja, ich bin zum Beispiel jetzt Veganer, ne? Und
Ich kenne sonst nicht viele Veganer, 2, 3 kenne ich, aber ja. Und da probieren die Leute, die es noch nie ausprobiert haben, irgendeinen Scheiß darüber zu erzählen. Sowas kotzt mich richtig an, ne? Wenn dir Leute von irgendwas erzählen wollen, von dem sie überhaupt keine Ahnung haben, weil sie es selber noch nie gemacht haben, noch nicht ausprobiert haben oder noch nicht da waren, zum Beispiel in den USA. Ja, die USA ist richtig geil, super, ja, an manchen Stellen ist sie richtig geil, aber dann gibt es auch sowas wie Los Angeles, was ich jetzt nicht so hammergeil finde. Yay! Ich muss ja mal gucken, ob hier Leute kommen, weil das ist richtig behindert, weil ich stehe hier so mitten auf so einem Drecksweg, da hoffe ich, sieht man, ja, und der geht hier hoch in den Wald und dann ist der da weg. So, ja, sowas kotzt mich richtig an. Da könnte ich den Leuten immer in die Fresse schlagen, ne? Ja, und das war es eigentlich schon, über was ich so sprechen wollte. Also, Leute, macht sowas nicht. Probiert es lieber selber erst aus, bevor ihr eure Scheiße dazugebt, weil das ist echt nicht so geil, wenn man das macht. Weil man dann über Sachen spricht, von denen man überhaupt keinen Plan hat, man. Und das machen nur Behinderte und ihr wollt ja nicht behindert sein. No fans, but, ja, Behinderte, ne? Sind halt behindert und so. Und meine Haare sind auch behindert, also zähle ich auch zu den Behinderten. Und das war jetzt richtig laut am Mikrofon, Mann. Fängt hier auch noch Musik an zu spielen, oder was? Läuft auf jeden Fall. Spielt da hinten. So, da hinten erstmal bei dem Baum da. Da spielt Musik. Oh, ich weiß nicht warum. Naja, interessiert mich auch nicht. Ja, ich würde erstmal sagen, das war's für das Video. Vielleicht seht ihr noch ein paar Szenen, wie ich Longboard fahre. Hier steht's gerade rum, hab gerade überhaupt keinen Bock mehr, weil da muss ich jetzt den Berg hoch pushen die ganze Zeit. Ja, und ich würde sagen, ihr könnt ja mal ein Abo da lassen, Like oder so, oder macht, was ihr wollt. Aber seid nett, ne? Und hatet nicht so viel. Und wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao.